herzlich willkommen im Wunderland des Testchecks, diesmal mit dem Daniel, dem Michael und der Alice. Ja, wobei, man spielt Alice in Alice im Wunderland ja gar nicht. Ein bisschen absurd. Ja, man spielt so fünf andere Charaktere, die man ja auch aus dem Film, dann kennt es ja das Spiel zum Film, zum Beispiel den Märzhasen. Genau. Und die haben dann natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten, die man auch im Kampf und bei Rätseln ganz clever einsetzen muss. Das ist alles gar nicht so schlecht. Also man muss jetzt bei Alice nicht gerade schreiend davonrennen, wenn man hört Lizenzumsetzung. Ja, es ist auch kein Kinderspiel so vom Look her. Ist der Film eigentlich auch nicht, finde ich. Tim Burton hat noch nie so richtig kindgerecht gespielt. Das ist so ein Disney-Film. Na, man muss auch die Fähigkeiten der Charaktere kombinieren teilweise. Also es kann sein, dass du mal gegen den Ritter kämpfst. Da musst du halt mit diesem Kaninchen, wie heißt das? McWisp? Nee, wie heißt das? Ich kenne mich da nicht aus. McTwisp. Mit Twisp, genau. Und die Zeit manipulieren, das geht, ne? Und dann mit dem Märzhasen, weil der Telekinese beherrscht, dem Ritter den Schild wegnehmen, damit man dann auf ihn drauf dreschen kann. Aber das geht wirklich nur mit Gamepad, weil die Tastatursteuerung ist unglaublich verkorkst. Also so bitte zum Gamepad greifen. Man merkt, dass es eine Konsolenumsetzung ist. Und wirklich taktisch herausfordernd ist es jetzt auch nicht. Die Kämpfe sind schon relativ seicht. Dafür gibt es aber auch Rätsel. Also man muss nicht ständig nur kämpfen. Killing Floor, wieso kommt mir das so bekannt vor? Weil es wieder auferstanden ist aus dem Exil der USK. Es gab das nämlich schon letztes Jahr im Mai auf Englisch. Beziehungsweise gab es schon lang vorher. Das war nämlich eine Mod für UT 2004, Unreal Tournament 2004. Die dann letztes Jahr als Vollpreisspiel veröffentlicht wurde, hat aber von der deutschen USK keine Altersfreigabe bekommen. Da haben wir gesagt, da testen wir es jetzt erstmal nicht. Inzwischen ist aber eine deutsche Version erschienen, die hat eine Altersfreigabe und guck, da ist der Test. Ja, das Spiel ist leicht entschärft, damit es eine Altersfreigabe erhalten hat und auch lokalisiert. Die Lokalisierung ist vielleicht nicht ganz so gut gelungen. Also die deutschen Sprecher, die wirken ein bisschen lieblos und manche Kommentare sind auch einfach fehlplatziert. Ja, das Spielprinzip erinnert ein bisschen an Left 4 Dead, aber man muss da mit 6 Leuten durch Levels hüpfen und Wellen von Untoten abwehren. Die Untoten selber sind allerdings nicht spielbar und auch die Umgebungen sind relativ trist, man sieht es ja hier auch. Naja, Left 4 Dead ist jetzt auch nicht gerade eine Augenweide, aber als Alternative taugt dieses Spiel durchaus, wenn man jetzt echt schon alle Koop-Levels von Left 4 Dead durchgespielt hat. Ja, es ist nicht so schlecht, genau. Und auch wenn es um grafische Nicht-so-Tollheit geht, da haben wir noch ein paar ganz andere Kaliber in dem Test. Aber hallo. Zum Beispiel das. Ich wollte schon immer mal wieder sagen, das sieht aus, als ob Panzer über graue Pfannkuchen fahren. Ja, Moment. Cell-Shading-Panzer. Ach. Und Cell-Shading-Pfannkuchen. Das ist nämlich Chronostorm und dessen einziges Alleinstellungsmerkmal, möchte ich sagen, ist, dass es Cell-Shading-Grafik hat. Ansonsten ist es leider nicht so toll. Spielt in der nahen Zukunft, 2015 um genau zu sein, wo Russland sich mit China anlegt. Alte Feindbilder, ja, sehr klar. Mhm. Aber es sieht zwar aus wie zum Beispiel Panzers, aber ganz so taktisch ist es nicht. Na, erstens das und zweitens, was mich echt aufregt bei dem Spiel, ist die Wegfindung, weil halt ständig Panzer aneinander hängen bleiben. Dann hast du irgendwie eigentlich eine Straße, die im Spiel 10 Meter breit ist und sie schaffen es trotzdem nicht, da zwischen zwei Gebäuden durchzufahren, weil sie halt so stulle sind. Also, das hätte man schon besser machen können. Global Agenda, das sieht jetzt auf den ersten Blick aus wie ein Online-Rollenspiel. So Verfolgerperspektive, links unten hast du deine Talente, aber es ist keins. Na, die Entwickler sagen, es ist ein Action-MMO. Also ein Action-Massively-Multiplayer-Online-Game. Ja. Hat aber trotzdem mit Rollenspiel jetzt nicht so super viel zu tun. Im Wesentlichen ist es ein Online-Shooter, ein Multiplayer-Shooter, in dem man mit anderen Leuten zusammen im Koop kämpft, das sehen wir hier, oder indem man PvP-Kämpfe bestreitet. Es ist auch ganz nett gemacht, basiert auf der Unreal 3 Engine, was man den Umgebungen jetzt nicht sofort ansieht, ja, möchte ich sagen, aber gut, immerhin. Und es sind ganz spaßige und flotte Kämpfe. Ja, es sind halt kleine, überschaubare, aber doch recht spaßige Karten. Und wenn 24 Leute da gleichzeitig unterwegs sind, ich meine, die Effekte sind ja auch ganz nett. Also ganz kurzweilig. Ja, das Interessante ist, man sammelt da ja auch Erfahrung und Geld durch Siege dann, wenn man da irgendwie den Gegner besiegt natürlich. Und kann sich dann auch entsprechend hochleveln und neue Ausrüstung kaufen. Ausrüstung wirkt sich eher optisch aus. Bei den Levelaufstiegen kann man sich dann ein bisschen spezialisieren. Es gibt auch 4 Klassen. Ich spiele hier gerade einen Medic. Der kann seine Mitspieler heilen. Und ich habe ihn halt ein bisschen drauf spezialisiert, besser zu heilen. Hier bin ich übrigens gerade im Nahkampf, deswegen sieht es ein wenig wirr aus. Interessant ist, das Spiel hat auch noch einen Abonnement-Modus, wo man 11 Euro pro Monat zahlen muss. Oh. Und kann dann gegen andere Gilden antreten und dann auch Fahrzeuge bauen und sowas. Das ist zwar nett, aber für 11 Euro doch ein bisschen sehr teuer. Dark Fall Lost Souls. Das ist auch ein bisschen sehr teuer, egal wie viel es kostet. Das wäre geschenkt noch zu teuer. Das ist schon der dritte Teil dieser Serie und das ist spielmäßig nicht aus den 90ern herausgekommen, weil 360-Grad-Adventure, wo man sich auf der Stelle dreht und ich verliere da immer die Übersicht komplett. Ja.
Ich meine, ich bin ja auch schon kein großer Fan der Vorgänger, aber die waren wenigstens noch subtiler in ihren Gruselmomenten, dass du ja diesen Geistersensor gehabt hast, der dann gepiept hat und dann wusstest du, hier könnte ein Geist sein, hier rennen überall Geister rum. Also denkst halt, was soll denn das gruselig sein? Da sind halt überall Geister, toll. Mhm. Ja, die Story ist an sich extrem dünn und motiviert nicht wirklich. Immerhin sind die Rätsel ganz okay. Wenn man denn damit klarkommt, dass es halt wirklich vom Spieldesign sich ziemlich alt anfühlt. Ja, die Story ist ja, man spielt hier einen versoffenen, halluzinierenden alten Inspektor. Wollten wir schon immer mal tun, oder? Ja, quasi mein täglich Brot. Der nach einem verschwundenen Mädchen sucht. Und wenn es nach mir geht, kann das gerne verschwunden bleiben. Gleich noch eine Fortsetzung zu einem Spiel, das sich gefühlt ein paar Jahre zu alt anfühlt. Necrovision Lost Company. Ach, Necrovision war schon immer lustig. Das ist die Fortsetzung von Necrovision, das letztes Jahr erschienen ist. Das habe ich getestet und fand das eigentlich ganz cool, weil es so eine nette Mischung ist aus stupider Ballerei und stupiden Nahkämpfen. Ja, es erinnert so ein kleines bisschen an Painkiller. Man kommt in den Raum, ballert alles nieder und geht dann weiter. Ja, das ist auch kein Zufall, weil die Entwickler The Farm 51, da sind halt viele Painkiller-Entwickler, ehemalige. Ist halt auf Dauer ein bisschen... ja, wenig anspruchsvoll, aber für eine halbe Stunde zwischendurch mal ein bisschen hirnlos drauf losballern, das klingt fieser, als es gemeint ist, ist es eigentlich ganz nett. Ja. Aber nett ist ja auch bekanntlich die kleine Schwester von das geht so. Was auf Dauer ein bisschen nervt, ist einfach auch die schwache Grafik und die mangelnde Gegnervielfalt. Also da kommt es eigentlich drauf an, es kommt ja darauf an, Gegner niederzumetzeln, wenn es halt dann immer dieselben sind, dann... Na, da sieht man so richtig, neue Ideen haben sie für Lost Company nicht gehabt. Diese Gasmasken-Levels, die gab es ja auch schon im ersten Necrovision, wo man sich dann halt, wo man halt diese Gasmaske auf dem Gesicht hat und da sich durch die Gegner ballert. Aber wie gesagt, alles schon mal gehabt. Future Wars, ein Rundenstrategiespiel, beziehungsweise Rundentaktikspiel, gibt es ja heute auch nicht mehr so oft. Und hier sehen wir gerade, wie die Story präsentiert wird, nämlich mit so Sprechblasendialogen. Und spielerisch erinnert es mich an Advance Wars auf dem Game Boy Advance oder auf dem Nintendo DS. Es hat einen interessanten Grafikstil für das Genre, muss ich sagen. Sehr, sehr comichaft, sehr bunt. Aber es ist durchaus ein richtig gutes Rundenstrategiespiel. Und wie du sagtest, es gibt nicht viele davon, aber es hat ein ausgeklügeltes Schere-Stein-Papier-Prinzip. Es ist zwar nicht so unglaublich vielseitig, weil du nicht wahnsinnig viele verschiedene Einheitentypen hast, aber die es gibt, sind gut ausgewogen. Genau, also hast du zum Beispiel einen leichten Panzer, einen schweren Panzer und das war es dann auch schon an den Panzern. Also man muss dann wirklich drauf gucken, welche Einheit setzt sich gegen welche ein und vor allem auch in welchem Terrain, weil natürlich dann Wälder und Hügel dann wieder Boni bringen auf bestimmte Sachen. Und dann kann man Städte erobern, dort neue Einheiten bzw. Fabriken auch noch erobern und dort neue Einheiten bauen. Also es ist schon ein ganz nettes Spielchen, auch wiederum für zwischendurch oder für Multiplayer-Gefechte. Es hat nämlich auch einen Multiplayer-Modus. Ganz lustig, das Spiel kommt von Radon Labs. Ja, die Drakensang gemacht haben. Man sieht es auch ein bisschen, finde ich, so die grünen Landschaften und die grünen Bäume und so. Ja, Spiele mit dem Titel Simulator. Da rennen wir normalerweise schreiend davon. Genau. Ich bin der Sieben-Simulator. Aber, Entwarnung, das Spiel ist gar nicht so schlecht. Also es sieht hübsch aus. Ich meine, wir sagen immer, Wasser können Entwickler mittlerweile alle, aber das ist wirklich besonders hübsch hier, wie ich finde. Und es ist auch durchaus recht komplex. Ja, es gibt vier Segelgebiete in diesem Spiel. Nämlich, das muss ich kurz ablesen, einmal eines südlich von Menorca vor dem holländischen Scheveningen in Thailand und Treasure Island. Also wer zum Beispiel mit dem schon ein paar Jahre alten 32nd America's Cup seine Freude hatte und seitdem gab es ja auch nichts mehr in dem Bereich, kann da echt mal einen Blick riskieren. Und Gott sei Dank haben wir jetzt auch die Klammer schließen können. Es gab zum Schluss jetzt doch nochmal ein Spiel, das grafisch wenigstens den oberen Durchschnitt durchstoßen hat. Ja, allerdings. Zumal sich ja hier auch so Sachen auswirken, wie eben der Wellengang und das Wetter und die ja auch grafisch dargestellt werden. Und so wünsche ich mir das auch durchaus für andere Spiele. Zum Beispiel Tiger Woods Online, das ja ein bisschen Probleme damit hat, Wetter darzustellen. Hallo Electronic Arts. Große Firma, kleine Firma. Wie war das noch? Egal. Das war's für diesen Monat vom Testcheck. Bis zum nächsten Mal. Tschö.